Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate mit mir, dem Ruby, und ja, ich habe heute extra mal eine andere Begrüßung genommen, denn heute geht es auch etwas anders zu. Wie vielleicht schon zu merken, ist diese Folge nur in 720p. Warum das Ganze? Einfach, ich sag mal so, die Klickzahlen ließen mich nicht vermuten, dass es 1080p wirklich bringt, heißt Full HD, da mir das einfach zu selten geschaut wird und deshalb nur noch in 720p, dafür mit durchgängigen 30 FPS. Und ich dachte, wir starten diese Episode einfach mal hier, bei dieser Kopfgeldjagd. Bleibt das Territorium betreten. Ungünstig. So. Ich muss mich erstmal kurz wieder reinfinden und dann geht's hier aber auch gleich los. Die da muss ich töten. Die Maud Forster. Die Leben zurückbringen. Okay. Das Ganze werde ich wohl probieren müssen, denn ich will unseren Kollegen von der Polizei da ja nicht enttäuschen. Okay. Ich war das nicht. So, ich glaube, das ist eine ganz dumme Idee, was ich hier mache. Ja. So, werde ich mich hier mal kurz... Ah ja, die kommt hier oben lang, aber diese Bleiters hier kommt auch da lang. Das ist... Ah, nee. Der kommt hier anders lang. Schätze ich zumindest... Oh, nee, er guckt. Bitte tun Sie mir nichts. Ich bin nur eine einfache Frau. Lassen Sie mich. Ganz ruhig. Kein Wort. Sie sind gemein. Ich war schon weg. Ich versuche, sie frei zu reißen, sonst da Auto kaputt bringen. Ich werde sie trotzdem nicht laufen lassen. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Das Leben ist gerade echt hart. Das verstehen Sie doch. Wie das Ganze hier funktioniert. Ich könnte es verstehen, wenn Sie nicht klauen würden. So. Ich hoffe, die Polizei will jetzt nichts von mir, sonst. Nein, nicht schon wieder. Doch, doch, schon wieder. Hier bin ich nämlich immer noch. Hallo, nein, Polizei, ihr wollt nicht von mir, oder? Sie hätten nicht fliehen sollen, Miss Foster. Bitte, niemand bemerkt etwas. Das ist ganz allein meine Gefangene. Oh, geht doch. Bleib das Territorium, wird verlassen, wo muss ich dich jetzt hinbringen? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? So. Ja, unter Kontrolle bringen. Ich hoffe, wir können die jetzt irgendwie hier reinsperren. Ich glaube, das ging doch, weil sonst müssen wir diese 215 Meter laufen. Und das wäre natürlich... So. Zu Hilfe! Ich werde entführt! Nee, wirst du nicht. Ich fahre dich nur spazieren. Wow, der ist aber hier dynamisch aufgestiegen, ja. Möchte ich das mal nennen. Ich versuche mich auch sozusagen an einem etwas anderen Kommentarstil jetzt einmal. Ich weiß nicht, ich persönlich kam hier beim Spielen, ich hatte immer Spaß beim Spielen, aber ich glaube, ich hatte halt wirklich mehr Spaß am Spiel als am Kommentieren, zumindest so aktiv. Mir hat das Ganze natürlich trotzdem Spaß gemacht, sonst würde ich das hier alles nicht machen, aber mir ist irgendwie in letzter Zeit immer mehr aufgefallen, wie meine Stimme einfach klang, als hätte ich keinen Bock auf das Ganze. Was ich eigentlich echt nicht habe. Mich freut das Ganze echt zu machen. Mir macht das Spaß und ich will das natürlich auch machen. Nicht für euch. Nicht nur. Auch für mich. Beziehungsweise besonders für mich, weil es mir eben Spaß macht. Aber, heißt, ich werde mich jetzt hier ein wenig mal, nun ja, ein wenig aktiver einbringen. Ihr habt nichts gesehen. Aktiver einbringen und so weiter, ein wenig mein Kommentarstil zu ändern. Ich nehme auch gerne Tipps entgegen. Ich habe da wohl ein wenig schon, also ich habe schon welche bekommen, aber die habe ich irgendwie nicht so wirklich. Damals war mir das noch nicht so offensichtlich oder es war noch nicht so, ich weiß es nicht. Das ist irgendwie echt schwer zu sagen. Es ist ziemlich schwer, sich fachgerecht selbst zu analysieren, sozusagen. Aber, ja. So.
Hallo ihr Bleiter, und weiterhin werde ich natürlich meine Videos so schneiden wie immer. Bedeutet, ich werde eine Stunde aufnehmen ungefähr, und aus dieser Stunde schneide ich dann 2 bis 3 Folgen für euch raus. Heißt im Prinzip, ich nehme jetzt nicht auf, wie ich wohin auch immer renne. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wohin ich renne. Und eigentlich wollte ich gar nicht auf dieses Dach hier, aber... Naja, jetzt habe ich im Prinzip auch schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Und danke an die eine Person, die bis jetzt dran geblieben ist. Und verdammt nochmal, die anderen, die jetzt abgeschaltet haben, schon. Das ist nicht nett. So, da bin ich wieder. Und wir beginnen Sequenz 4. Ah, Jacob, Miss Fry, schön Sie zu sehen. Oh, kennen Sie Starricks neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Dann entschlagnahmen wir sie. Oh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an ihre Armschienen an. Alec, Sie sind ein Genie. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, Sie könnten sich nicht mehr übertreffen. Ja, der kleine Leonardo da Vinci, der sich scheinbar nicht wohlfühlt in unserer Gegenwart. Und was macht ihr schon wieder hier? So, ich wollte nämlich eigentlich nur an diese Truhe hier ran. Wenn ich sie nun mal schon auf der Karte glitzern sehe, dann muss ich sie mir auch gleich schnappen. Gleich. So, wir spüren jetzt erstmal diese vermisste Crew auf. Nächstes Mal seht zu, dass ihr für die richtigen Leute arbeitet, ihr Trottel. Keine Sorge, wir werden eure Kabel schon abliefern. Sie haben bloß einen neuen Empfänger. So, ein Bolzen, die Feuer der Feindnähe schießen. So, erstmal wieder alle markieren hier. So, töten, töten, töten. Da hinten ist noch einer. Das dürften wir alle haben. Ja. Also, sie sind noch am Leben. Und das war aber sehr offensichtlich, dass es Bleiter sind. Also, ich wundere mich nicht, dass sie abgefangen wurden. Ich dachte schon, die würden uns hier... Ah, deshalb das gasförmig, das macht natürlich Sinn. Ich hab's erst verstanden, als ich das mit den Feuern vorhin gelesen habe. Ja, und dieses A, das kommt jetzt deutlich verspätet, aber ich muss halt erstmal... So. Ins Feuer schießen. So, ist das jetzt wie dieses... Ja, das ist wie dieses Halluzinogen in Assassin's Creed Brotherhood. Ah, nein. Ich hab sie im Visier. Ja. Kämpfen jetzt meine Leute hier mit? Nee. Ich dachte schon. Witzig. Kannst du nicht rein? Wiedersehen. Ich will unbedingt diese Aufgabe erledigen. Deshalb mache ich mich hier nochmal aus. Alter, Alter. So. Und das macht es natürlich deutlich einfacher. So, sind die noch hinter uns her? Nee, aber hier unten ist irgendwo... Irgendwas mit... Versuchen. Machen wir doch mal. Ich hoffe, jetzt fangen wir keine Mission in der Mission an. Aber ich glaube, da hätten sich die schlauen Leute von Ubisoft oder Ubisoft schon vorgeschützt. Cool, da liegt einfach so ein Assassinen-Symbol hier mitten in London rum. Oder so eine Scheibe, die hatten wir ja vorhin schon irgendwo mal, vorher irgendwo mal gesehen. Das war ein ziemlich heftiger Sprung und... Die Assassinen klettern nicht mehr über diese kleinen Hindernisse rüber. So,
Haben wir jetzt hier wieder neue Gegner? Nee. Dann. Hier gibt es irgendwelche unterirdischen Tunnel. Aber da muss man schwimmen, glaube ich. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Diese Tunnel, die sehen echt interessant aus. Aber die werde ich mal wann anders machen müssen. Und woher kriegen wir dieses neue Halluzinogen-Zeug? Ja. Ups, hallo. Und 1, 2, 5. So. Ich habe hier unten ein paar Truhen gesehen. Vielleicht sind die da drinne. Möglicherweise ist da die Fracht und dieses Halluzinogen-Zeug drin. Ja, geht doch. So heißt die. Lachen sich jetzt gegenseitig ab. Da ist noch ein Feuer. Sehr schön. Dort hinten sich auch noch ein. Werden. So. Jetzt erstmal so. Und schau mal, wenn wir dort jetzt hingehen. No. Ich glaube, das würde ich nicht tun. Nur gut. Den Versuch was wert. Aber wir brauchen mehr. Gib mir das Zeug her. Gib mir den Stoff. Oh, hier. Yeah. Das war eine normale Truhe. Okay. Da ist mehr Halluzinogen drin. Sehr schön. So, wir haben einmal das Ding hier zu plündern. Das mache ich gleich mal. Weil wir haben ja immer noch das zweite. Und das werde ich nicht plündern, bevor ich hier die Nebenmission erledigt habe. Hallo, du. So. Jetzt haben wir natürlich hier dieses Problem mit dem Leid, das hier. Okay. Und wo geht ihr jetzt hin? Hallo? Lass mich einer. Oh. Sag mir doch mal, du solltest doch bei mir bleiben. Tja, hätte wohl besser gemacht, ja? Und jetzt geht fein zum Feuer zurück, damit ich euch dort erledigen kann. Ich wusste gar nicht, dass das Halluzinogen dann auch umbringt, aber es macht natürlich Sinn, ja? Oh, cooler Kran hier. Die hat hier nichts zu tun. Nice. Sehr schön. Oh. Super, hä? Gibt's ja nicht. So, drei brauchen wir noch. Wie kriegen wir die her? Hier sind noch Feuer, da hinten sind noch Feuer. Sehr schön. Der kämpft sich hier gerade noch durch. Hm. Gut, der ist gestorben. Dann plündere ich die mal noch eben. Ich will die anderen Kisten hier nicht mitnehmen, bevor ich hier alles habe. Also bevor ich hier nämlich vielleicht welche brauche. Am Ende habe ich nämlich nichts mit diesem Währung und kann diese Mission nicht mehr erledigen. Das wäre oberblöd von mir. Da steht gar niemand drin jetzt, ne? Wie kriege ich die dazu, dorthin zu gehen? Ich habe eine Idee. Funktioniert jetzt nicht. Die kann ich aber nicht sehen, das ist gut. Hey, schnappt sie aus! Ich glaube, das reicht. Offensichtlich nicht. Das wird reichen. Nein! Gut, dort unten herrscht ein wenig Verwirrung. Dann holen wir uns nämlich, weil wir hier schon sind, die Kiste da unten, genau. Sieht mich nicht, Sie sehen mich nicht. Sehr schön. Bin ich wohl zu weit weg für euch? Alle kurzsichtig. So. Hier schleicht niemand rum. Ja, sage ich doch, hier schleicht niemand rum. So. Jetzt. Schnell die Kiste plündern, ehe sie hier zurückkommen. Und dann brauche ich im Prinzip nur noch zwei anonym werden, um vorzufahren. Na komm. Entweder du kommst jetzt hier zurück und... Oh oh, da kam noch eine Wache. Du siehst mich nicht. Ach, der geht woanders hin. Sehr schön. Erinnerungsgegenstand erhalten. So, jetzt kann ich wirklich nur hoffen, dass ich die beide
hier erwische. Ich hoffe, ihr steht beide im Radius. Yes. Was? Ah, doch. Ich dachte jetzt schon. Boah, hatte ich hier gerade einen halben Herzinfarkt. Fahrt. Ah, hier ist noch eine Kiste. Und ihr wisst ja, ich versuche die Kisten alle mit der Eevee zu öffnen, weil wir hier auf die Kisten geskillt haben. Und wir haben schon wieder Haufen Zeugs übrig, das wir verbauen können. Und auch Erfahrungspunkte haben wir übrig. Der einfachste Auftrag des ganzen Jahres. Die sollten stärkere Männer anheuern. So. Kriegst du uns mit, wenn wir deinen Kollegen hier killen? Nein. Treibt sich ein Wagen. Sag ich doch. So. Jetzt nicht umdrehen. Du machst das ganz gut. So. Und sie hätten wirklich besser daran getan, hier ein paar stärkere Männer hinzustellen. Aber nein, nicht mit uns. Es gibt Ärger an den Docks, Leute! Wir müssen die Ladung sofort zu Sterik bringen! Euer Ernst?